Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper mit mir, der Werner. Hallo, guten Tag und Mahlzeit. So, wir haben ja beim letzten Mal bereits angefangen mit unserem neuen Großauftrag hier. Und zwar geht es darum, da ist ein Familienvater mit natürlich seiner Frau, die ein kleines Baby bekommen, ein Mädchen wird's. Und die haben ein kleines Häuschen gekauft und wir müssen jetzt hier mal gucken, dass die Bude auf Vordermann kommt. Wir müssen alles reinigen, wir müssen Müll entrümpeln, wir müssen das Kinderzimmer rosa streichen. Wir sollen das Kinderzimmer vielleicht noch einrichten, ein Bettchen, ein Wickeltisch und so weiter. Und ja, gucken wir mal, wie es wird, ne? Ich freue mich schon. Den Vorraum haben wir letztes Mal schon gemacht, zumindest angefangen mal im Vorraum. Und jetzt bin ich hier noch ein bisschen am Parkett sauber machen. Und auch ich frage mich, was das für helle, für ekelhafte Flecken an der Wand sind. Bin schon mal froh, dass ich nicht drüber malen muss, das wäre ein bisschen So, okay, das hat auch funktioniert. Ich hoffe nicht, dass wir die Heizung abmontieren müssen, nur weil da ein bisschen Schmutz drunter ist. Okay, so geht's auch. Hier haben wir auch noch Flecken. Räume den Müll auf habe ich gemacht, 80%. Okay, der kann aber verwendet werden, glaube ich. Der sieht ganz gut aus. Hier ist noch... Oh ja, hier oben. Alter Falter. Die Fensterbänke, ne? Die vergisst man immer sehr schnell. Fenster reinigen. Och, wo ist mein... Och, der wieder, ne? Das ist aber auch ein geiles Gerät, du. Ich mag das irgendwie. Guck mal, die Hecke ist wieder grün. Die Geräusche sind schon ziemlich nice. So. Ich glaube, wir kommen erst hier raus, wenn das Ding wirklich sauber ist aus dem ganzen Spektakel. So, passt. Haben wir auch gemacht. Fenster reinigen war... Okay, hier ist noch ein Fenster. Müssen wir nochmal reinigen. Oh Mann, ey. Bin so sauber. Ich wasche sogar den ganzen Rennen. Ah, hier ist die Fensterbank. Muss hier noch gereinigt werden. Okay. Kein Problem. Machen wir alles. Alter, was ist denn Dreck drauf? Boah, wie lange wurde das nicht mal gewaschen hier? Ist ja ekelhaft. So. Passt. Dann machen wir noch die Fensterbank hier. 96% sauber. Wo ist denn noch schmutzig? Vielleicht ist da irgendwo irgendwas Kleines, was ich nicht gesehen habe, ne? Das kann natürlich schon mal sein. Okay. 96% Reinigung der Verschmutzungen. Ja. Ah, hier. Guck mal. Hier. Da musst du wirklich genau gucken, ne? 5 Gegenstand anbringen. Kinderbett. Oh, das ist schon das Kinderzimmer. Okay, verstehe. Shop. Wir brauchen Möbel. Und zwar brauchen wir, warte mal, Wandlampen. Nee, ich brauche Schreibtisch, Stühle, Teppiche, Schrank und Schränke. Ich brauche eine Wickelkommode, das wurde sich gewünscht, und ein Kinderbettchen. Gibt das hier auch? Uiuiui, hier gibt es aber viel Zeug, ne? Eine Wickelkommode, glaube ich, wurde gesagt. Ich habe jetzt 26.700, ich kaufe das jetzt. Ich habe immer noch 26.700. Okay, lass mal überlegen. Mir wäre als Vater eigentlich lieber, wenn das Ding hier an der Wand steht. Und das ist ein ganz einfacher Grund. Kein Mensch stellt ein Kinderbettchen in die Nähe des Fensters. Das wird einfach nicht passieren, weißt du? So. Was? Streiche mit den Farben Pastellrosa. Oh, Alter. Okay, wir brauchen jetzt erstmal Farbe. Warte. Farbe, Farben. So. Pastellrosa. Lavendel. Pastellrosa. Kaufen. Lass mal hier stehen, das Ding. So, warte mal. Da würde ich jetzt sagen, wählen wir mal... Oh, warte, falsch. Wählen wir mal unser Arbeitsgerät aus. Wir nehmen... Streichen. So. Okay. Das geht also Bahn für Bahn. Ja, das ist schon mal ein guter Plan. Das heißt, wir müssen hier Bahn für Bahn ziehen. Das kannst du natürlich... Oh. Das kannst du natürlich noch ein bisschen steigern, wenn du den Skill erweiterst. Aber den Skill haben wir noch nicht. Den müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen für streichen, damit wir da besser einen Skill bekommen. Das heißt aber, wir müssen das Kinderbettchen, also diese Wickelkommode nochmal wegstellen. Weil, du kannst natürlich nicht um die Kommode rummalen. Das ist ja auch Quatsch.
Okay, du kannst sogar auf der Maus draufbleiben. Und ich habe gedacht, du musst noch immer neu anfangen, aber nee, war nicht so. Alter, geht aber auch gut Farbe drauf, ne? So, hier. Die Frage ist, ob ich den alten Kasten verkaufen kann. Oder ob wir den noch brauchen hier zwingend. Das weiß ich nicht. Alter, wie viel Farbe geht da rauf auf die Wand? Ist ja katastrophal. Aber ist schon mal eine schöne Pastellrosa, ne? Kann man ja schon mal nichts vorwerfen hier. Gleich ist der Eimer leer, wir müssen noch einen Eimer kaufen. Ah, ich kann sogar hinter der Kommode malen. Okay. So, warte mal, wir haben neue Fähigkeit bekommen. Malen. Grundlagen der Malerei. Kleinerer Verbrauch? Ne, mir geht es eher darum, schneller zu malen. Das ist wie ein kleinerer Verbrauch. Tatsächlich. Ah ja, guck mal, geht schon schneller. Läuft. Das ist aber cool, dass du alles skillen kannst. Da ist ja nicht so realistisch, dass man hinter den Möbel noch malt, ne? Eigentlich kommen die Möbel weg und dann wird gemalt, aber gut. Wir sind ja noch keine Malerprofis, wir sind ja als Amateure. Geht auf alle Fälle schon mal schneller, das kann man schon mal sagen. Wow. Ich glaube, du musst wirklich sehr genau malen hier, ne? Weil hier zum Beispiel, guck mal, diese Innenseite, das wurde nicht mitgemalt. Okay, dann machen wir mal das komplett aus hier oben, dann kommt oben. Oh, wieder keine Farbe. Mann. Hä? Die Dose mit der Farbe füllen. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Warte mal, muss ich jetzt neue Farbe kaufen oder wie ist das hier? Wow, die Farbe ist leer. Okay, wir brauchen noch eine Farbe. Shop. Pastellrosa, genau, die brauche ich nochmal. Das wäre... Hat nur Geld gekostet. Ne? Das kostet alles Geld hier. So, auffüllen das Ding. Dann geht's hier weiter. Wir müssen heute fertig werden mit dem Ausmalen. Ich glaube, ich nehme nächstes Mal. Interessant wird es auch, ob wir irgendwann eine breitere Rolle bekommen, ne? So, warte mal. Ich möchte hier nochmal fertig machen. Hier war doch noch irgendwas, oder? Ja, hier. Siehst du? Das ist so die Kleinigkeiten, ne? Die sieht man nicht, aber die musst du machen. So, das ist hier auch noch. Hier oben, ne? Oi. Das muss alles gemacht werden da oben. Wenn, dann willst du ja ein schönes, sattes, gleichmäßiges Rosa haben, ne? Oh, schon wieder keine Farbe. Wie einfach die Rolle immer dicker wird, ne? So. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, oder? Das haben wir auch schon gemacht, ja. Machen wir hier weiter. Wir sehen ja dann später, wenn noch was fehlen sollte. Kann man jemand eine größere Rolle besorgen? Das ist ja schlimm hier. Jetzt wird es aber gleich interessant, ob wir da wirklich hinten reinmalen können. Wenn ich wieder die Rolle leer wäre. So, warte mal. Was? Nee, Decke muss ich aber nicht, oder? Nee, Alter. Decke wäre jetzt noch... Decke wär hardcore gewesen jetzt. Über Kopf arbeiten ist... Da kann jeder Handwerker bestätigen. Über Kopf arbeiten ist nicht so geil. Eigentlich muss man das so mit Malervlies auslegen, ne? Aber ist ja auch nicht hier. Okay, das haben wir gut gemacht. Dann kommen wir noch hier die Innenseite ran. Okay, hier oben noch ein bisschen rummalen. Oh, hier ist noch nicht ganz... Also, da wo du angefangen hast zu malen und wo der Pinsel auf einmal keine Farbe mehr hat, dann musst du auf alle Fälle nachmalen, weil das sieht nicht so geil aus. Einmal hier und einmal da. Okay, das sieht schon mal gut aus. Okay, wir kommen hinten rein. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Nochmal Farbe. Ich hoffe, wir kommen mit der Farbe aus. Habe ich zwei Kübel dafür gebraucht für das ganze Zimmer, ne? Okay, super. Okay, haben wir... Ich muss hier noch mal ein bisschen... Sag mir nicht, da ist nichts mehr drauf jetzt. Okay, hat das gereicht?
98%. Wir haben irgendwo noch eine Kleinigkeit vergessen. Ja, lol. Wo war das jetzt? Ha, das ist eine gute Frage, ne? Da hinten wahrscheinlich. Nein, nein. Sag mir nicht, da ist nichts mehr. Oh. Ich habe auch ein Glück, ne? Jetzt kann ich für so ein kleines bisschen kann ich jetzt wieder was kaufen gehen. Ja, kauf noch mal was. Ich schmeiße zwar wieder die Hälfte weg, aber gut. Dass wir so... Für 2% muss ich noch einen eigenen Kübel kaufen, ne? Ja, jetzt haben wir es geschafft. Lol. Okay. Jetzt... stellen wir die mal hier hin. So. Okay. 4 Gegenstände anbringen. Bekommen wir dann nochmal eine genaue Übersicht, was für Gegenstände haben möchte? Oder gibt's da... oder juckt das irgendwie keinen? Schränke und Schreibtisch. Das haben wir gekauft, ne? Wir brauchen ein Bett. Und zwar ein Kinderbett. Genau, ein Kinderbett brauchen wir. Himmelblau, helles Braun. Ja, kaufen wir es einfach in Weiß, Alter. Läuft. So, dann, ich möchte mal ganz kurz noch was wissen, ne? Haben wir noch neue Skillpunkte? Nö. Doch, da ist einer, Verhandlung. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Passt. Jetzt ist die ganz gute Frage ist jetzt, ne? Wie bekommen wir raus, welche Möbel er haben möchte? Zurück zum Büro, Enter. Möchtest du den Fortschritt, ja, warte mal, abbrechen. Und zwar, nee, mir geht's nur um Folgendes. Wie weiß ich, was er haben will, ne? Das ist die Frage. Wie weiß ich, was er jetzt haben will? Ich sehe zwar, dass er jetzt, ne, ein Bettchen und sowas und eine Kommode, das war schon mal richtig, aber was will er jetzt noch haben? Ah, warte mal, Regal. Gegenstände anbringen, Regal. Okay, das habe ich jetzt hier erst gelesen jetzt. Und zwar, geh mal weg da, wir brauchen ein Regal. Wo ist das wieder drin? Das ist die gute Frage, ne? Kann man hier was eingeben? Ein Regal. Karl. Ah, okay. Passt. Ein Sitzkissen. Oh, lila ist vollkommen okay, glaube ich. Das kommt da so zur Heizung hin. Das ist geil, ne? Zur Heizung, ja. Oder? Ja, komm, machen wir es hier hin. Und... noch ein Sitzkissen. Jawollo, das haben wir gemacht, haben wir. Sehr schön. Gut, das ist schon mal das Kinderzimmer. Das war unser Hauptauftrag, ne? Cool. Gehen wir mal raus hier. Guten Tag. Da fehlt noch Reinigung, aber ich guck mal später nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hat denn hier gehaust? Ist ja schlimm. Da muss man alles weg hier. Hol mal den Mob. Den Mob. Wo ist der Mob? So, ich muss sauber gemacht werden. Hier sieht's ja aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Reinige die Verschmutzungen. Ja, mache ich gerade, weil das ist nicht so. Fenster reinigen. Oh, unsere Lieblingsbeschäftigung, ne? Ja. Einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. So, warte mal, nicht so weit raus. Okay, die nehmen das wirklich sehr genau bei den Fenstern, ne? Also da ist eine kleine Ecke irgendwo. Aber wo? Jetzt habe ich es geschafft. Das Fensterbänkchen müssen wir auch noch reinigen, sehr schön. Hier sieht's aus, ei. Komm, machen wir gleich die Fenster noch. Das ist sehr schwierig eigentlich, ne? Weil der Ding dreht sich irgendwie so ganz komisch. Ich meine, es geht, das ist jetzt nicht so möglich, ne? Aber irgendwie war das ein bisschen komisch, du. So, da können wir hier in einem Alttempo putzen. Hat jemand so schön mal eine Küche geputzt, ne? Ehrlich. Warte, ich drücke immer den falschen Knopf leider.
Alter, hier liegt Müll rum, das ist ja unvorstellbar. Nee, ich möchte, wo ist mein, hier. Okay, die Blutflecken müssen wir auch noch ein bisschen, ja, das passt schon. Guck mal, wie das weiße Sofa auf einmal wieder weiß ist, das ist ja herrlich. Das, was am meisten oder am längsten dauert, ist das Fensterputzen, ne? Das ist ja krass. Einfach mal drüber schieben überall das Ding. Ja, ja, das gehört auch dazu, Fenster putzen. Wenn das so einfach wäre, wie es im Spiel einfach ist, ne? Aber es sieht gut aus, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Schmutz, das muss man ein bisschen sauber machen hier. Fenster putzen, Fenster putzen. Das ist aber ein Raum mit 3 oder 4 Fenstern, ne? Das ist auch viel eigentlich für so einen Raum. Aber natürliches Tageslicht ist halt auch nicht schlecht. Ich finde es cool, dass es in beide Richtungen geht. Also du kannst es nach oben und nach unten verwenden. Das ist eigentlich voll okay. Bin ja gespannt, wann wir uns unser erstes Haus kaufen können, was wir selber renovieren müssen. Da bin ich ja sehr gespannt. So, Verschmutzungen. Wo haben wir denn noch was? Hier. Sehr schön. Noch was hier? Nö, hier ist nichts mehr. Hier ist sauber. Hier ist eigentlich auch ziemlich sauber. Kann man eigentlich auch nicht meckern. Eigentlich alles tippitoppi, ne? Ja, das mit der Reinigung, glaube ich, das ist so ein bisschen so ein allgemeines Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das jetzt wegmachen und wir nehmen das jetzt mal vor, drücken das ein Stückchen vorne. So. Ist dahinter noch schmutzig? Auch nicht wirklich, also. Eigentlich passt das ja so. So. Ne, hier ist nichts mehr schmutzig. Ich bekomme auch keine Anzeige mehr, wo es schmutzig ist, ne? Alles tippitoppi, alles tadellös. Ja. Gut, aber wir werden da beim nächsten Mal weitermachen. Ich danke herzlichst fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.